Der Fahrradladenbesitzer Kai Bornemann soll versucht haben, seine Ehefrau Romy mit einer Fahrradkette zu erwürgen, weil sie ihn betrogen hat. Mein Mörder geliebt habe! Lass ihn kommen. Komm. Kais Mutter Ute Bornemann glaubt nicht, dass ihr Sohn zum Mörder werden könnte. Was geschah wirklich in Kais Fahrradladen? Wird Richter Ulrich Wetzel die Wahrheit herausfinden? Nehmen Sie bitte Platz, meine Damen und Herren. Ich öffne die Sitzung der Großen Strafkammer als Schwurgericht im Strafverfahren gegen Kai Bornemann wegen Körperverletzung, versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung. Es erscheint vorgeführt aus der Untersuchungshaft der Angeklagte im Beistand seines Verteidigers, der Rechtsanwalt Broscheid, als Sitzungsvertreterin für die Staatsanwaltschaft, Frau Staatsanwältin Bicakoglu. Werden Anträge zur Besetzung der Kammer gestellt? Keine. Herr Bornemann, nehmen Sie bitte hier in der Mitte Platz. Ich möchte Sie zunächst zu Ihrer Person befragen. Sie heißen mit Vornamen Kai, sind am 4. Februar 1979 in Tübingen geboren und verheiratet. Ja, seit 6 Jahren mit Romy. Und es ist ganz egal, was sie mir angetan hat. Ich könnte ihr niemals wehtun. Sie halten gleich Gelegenheit, zur Sache Stellung zu nehmen. Ich möchte zunächst mal die Personalien fertig erörtern. Sie wohnen in Münster, sind allerdings zurzeit in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt. Eben da. Was haben Sie denn beruflich zuletzt gemacht? Ich bin selbstständig, ich habe einen Fahrradladen. Mhm. Ja, aber seit ich jetzt hier unschuldig hinter Gittern sitze, ist der auch längst pleite. Aber was haben Sie denn zuletzt verdient, bis Sie in Haft gegangen sind? Ja, das ist schwer zu sagen. 1.800 im Monat, aber meistens nur 1.000. Also 1.400 im Schnitt, kann man sagen. Vorbestraft sind Sie nicht, keine Eintragung. Sind noch Fragen zur Person? Keine mehr, dann darf ich Sie um die Verlesung der Anklage bitten, Frau Staatsanwältin. Dem Angeklagten Kai Bornemann wird Folgendes zur Last gelegt. Der Angeklagte lebte mit seiner Ehefrau, dem Opfer Romy Bornemann und dem gemeinsamen Sohn Timo in Münster. Am 22. März 2004 erfuhr der Angeklagte, dass er zeugungsunfähig ist und somit nicht Timos Vater sein kann. Als seine Frau ihn am Abend desselben Tages gegen 18 Uhr in seiner Fahrradwerkstatt aufsuchte, rastete er aus. Er gab ihr eine Ohrfeige und schubste sie so heftig, dass sie rückwärts gegen ein Regal stürzte und das dort gelagerte Werkzeug auf sie fiel. Dann verließ der Angeklagte die Werkstatt, kehrte jedoch noch kurzer Zeit zurück, um seine Frau zu töten. Er nahm eine Fahrradkette, schlang sie seiner Frau von hinten um den Hals und zog zu, bis er sie für tot hielt. Romy Bornemann überlebte mit starken Schürf- und Würgemalen am Hals. Zudem erlitt sie mehrere Blutergüsse am Rücken. Der erforderliche Strafantrag wurde form- und fristgerecht gestellt. Der Angeklagte wird somit der Körperverletzung in Tatmehrheit mit versuchtem Totschlag, in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß den Paragraphen 212 Absatz 1, 223 Absatz 1, 224 Absatz 1 Nummer 2 und 5, 230 Absatz 1, 22, 23 Absatz 1, 52 und 53 Strafgesetzbuch. Danke sehr, Frau Staatsanwältin. Herr Bornemann, als Angeklagte vor Gericht steht es Ihnen frei, ob Sie etwas sagen wollen. Ich nehme an, Sie haben mit Herrn Broscheid gesprochen, ob Sie sich äußern wollen zur Anklage. Ich könnte meine Frau nicht umbringen. Und Timo ist immer noch mein Sohn, auch wenn ich ihn nicht gezeugt habe. So, und mehr will ich zu diesen absurden Anschuldigungen nichts sagen. Also keine Angaben mehr, wenn ich das recht verstehe. Nein. Ja, Sie haben ja auch schon genug während der Anklage dazwischen gequatscht. Sind noch Fragen? Die können ja zulässigerweise gestellt werden. Keine. Haben Sie keine? Nein. Dann nehmen Sie bitte neben Ihrem Verteidiger Platz. Wir beginnen die Beweisaufnahme mit der Zeugin Romy Bornemann. Romy Bornemann, bitte. Frau Bornemann. Frau Bornemann, guten Tag. Kommen Sie bitte nach vorne. Guten Tag. Warum wolltest du mich umbringen? Habe ich mich denn so in dir getäuscht? Wie kannst du mir das nur zutrauen? Du kennst mich doch schon so lang. Frau Bornemann, jetzt beruhigen Sie sich erstmal, nehmen Sie Platz, hören Sie mir zu, was ich Ihnen zu sagen habe. Sie sind Zeugin im heutigen Verfahren, sollen uns bei der Wahrheitsfindung helfen, deshalb müssen Sie wahrheitsgemäß hier aussagen. Sie würden sich andernfalls strafbar machen, können auch vereidigt werden. Ja? Sie heißen Romy mit Vornamen, sind 23 Jahre alt, verheiratet, wohnhaft in Münster. Was machen Sie beruflich? Ich arbeite im Secondhand-Geschäft meiner besten Freundin. Und damals, nach der Geburt meines Sohnes Timo vor 2 Jahren, habe ich einfach mal ein bisschen Ablenkung gebraucht. Als Ehefrau des Angeklagten haben Sie ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie müssen hier keine Angaben machen, wenn Sie das nicht möchten. So schwer es mir fällt, aber ich möchte auf jeden Fall aussagen. Dann erzählen Sie uns bitte, was am 22. März 2004 passiert ist. Der ganze Horror hat gegen 17.30 Uhr ungefähr angefangen. Da hat mich Kais bester Freund Sven auf dem Handy angerufen und hat gemeint, dass Kai gerade bei ihm gewesen war und dass er völlig außer sich war und dass ich sofort zu Kais Fahrradladen kommen soll und mit ihm reden soll. Was hat Sven Ihnen denn erzählt, warum Ihr Mann außer sich war? Kai war beim Urologen gewesen und hatte einen Test gemacht, ob er zeugungsfähig ist. Und er ist leider positiv ausgefallen. Ja, das ist ja nicht alles. Ich habe auch noch erfahren, dass ich schon immer zeugungsunfähig war. Das heißt, Timo ist nicht von mir. Herr Bornemann, möchten Sie sich jetzt doch zur Anklage äußern? Nein. Oder?
Nein. Dann lassen Sie doch bitte einfach auch die Zeugin erzählen. Ja? Warum hatte Ihr Mann einen solchen Test machen lassen? Gab es irgendwelche Zweifel an seiner Vaterschaft? Nein, aber Kai wollte zu diesem Zeitpunkt so gerne ein zweites Kind. Und es hat einfach nicht geklappt. Und dann ist er zum Urologen gegangen, wahrscheinlich deswegen. Und gesagt hat er mir nichts davon. Gut, und nach diesem Anruf von dem Herrn Ewald, Sven Ewald, was haben Sie dann getan? Ich bin natürlich sofort zu Kais Fahrradladen gegangen und wollte mit ihm reden. Das war überhaupt nicht möglich. Der war völlig außer sich. Der hat nur rumgeschrien die ganze Zeit. Dann kam auch noch meine Schwiegermutter Ute Bornemann herein und mit Timo. Aber sie ist dann gleich wieder gegangen. Frau Bornemann, Sie haben sich mit Ihrem Mann gestritten, haben Sie ihm gesagt. Bei diesem Streit haben Sie ihm gesagt, wer Timos Vater ist. Das weiß ich doch selbst nicht mal. Das war ein einmaliger Ausrutscher. Ich weiß nicht mal mehr den Namen von dem Typen. Aber ich habe Kai gesagt, dass ich ihn liebe, dass ich nur ihn liebe. Ich verstehe das alles nicht, Kai. Das war ein einmaliger Ausrutscher. Das ist mir ein einziges Mal passiert und jetzt soll ich mein Leben lang dafür büßen, oder wie? Weißt du eigentlich, wie du mich damit verletzt hast? Wie in mir eine Welt zusammengebrochen ist, als ich erfahren habe, dass Timo nicht mein Sohn ist? Als Sie dann im Fahrradladen waren, Frau Bornemann, was ist dann passiert? Ich habe mit Kai gesprochen und er war völlig außer sich und dann hat er mich gegen das Regal gestoßen und ich bin hingefallen, die ganzen Werkzeuge sind auf mich runtergefallen. Und er hat mich einfach liegen lassen und ist weggegangen. Wir haben hier Fotos, die im Krankenhaus gemacht worden sind. Da haben wir zunächst mal die Hämatome, also ziemlich heftig auf dem ganzen Rücken. Das ist wohl von diesen Werkzeugen, die da runtergefallen sind. Es gibt auch ein Gutachten dazu vom 29.03., das dies ebenfalls bestätigt. Dann hatten Sie aber darüber hinaus noch starke Schürf- und Würgemale am Hals. Auch das wird belegt durch das Gutachten. Woher kamen denn die jetzt bitte? Kai hat von hinten eine Fahrradkette um den Hals geschlungen und hat sie so fest zugezogen, dass ich keine Luft mehr gekriegt habe. Dann irgendwann ist mir schwarz vor Augen geworden und dann habe ich mir nur noch gedacht, das ist dein Ende. Du wirst Timo nie wiedersehen. Das Gutachten besagt dazu, dass diese Bewusstlosigkeit, die Sie gerade schildern, auf diese Strangulation zurückzuführen ist. Und nur durch sofortige Beatmung durch den Notarzt konnte das Leben der Patientin gerettet werden. Es bleiben allerdings keine Folgeschäden, was ja manchmal bei Strangulationen möglich ist. Das ist auch die Fahrradkette, die Sie noch um den Hals hatten, als die Polizei dort eintraf. Jetzt sagten Sie mir gerade eben, nachdem er Sie in das Regal geschubst habe, das umgefallen sei, sei er wieder weggegangen. Dann müsste er ja wiedergekommen sein. Und wieso sind Sie so sicher, dass das auch dann Ihr Mann war, der die Fahrradkette Ihnen um den Hals gelegt hat? Das kann nur er gewesen sein. Ich habe nicht gesehen, wie er wiedergekommen ist. Ich hab auch niemanden von hinten anschleichen hören. Aber das kann nur Kai gewesen sein. Frau Bornemann, wie würden Sie Ihre Ehe beschreiben? Am Anfang war alles perfekt. Gut, wir waren noch jung und euphorisch. Und wir wollten Kinder haben und eine Eigentumswohnung. Aber das Geld war eben leider immer knapp. Frau Bornemann, Ihre finanzielle Situation, die hat sich auch in der letzten Zeit auch nicht geändert. Ne? Sie sind noch immer ziemlich knapp bei Kasse. Ja, seit Kai im Gefängnis sitzt, ist der Fahrradladen endgültig pleite. Die Schulden wachsen mir über den Kopf. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie ich die ganzen Rechnungen bezahlen soll. Mhm. Du hast mein und Timos Leben völlig zerstört. Und was ist mit meinem Leben? Ich habe mich für euch kaputt gearbeitet, für euch. Aber was machst du zum Dank? Du poppst mit der alten Weltgeschichte bitte rum. Bitte nicht in diesem Ton, Herr Bornemann. Ich sag dir eins. Für Timo bist du der Vater. Er kann schließlich nichts für meine Fehler. Trotzdem bleibt ja die Frage, warum haben Sie Ihren Mann denn betrogen, auch wenn es nur ein einziges Mal war, wie Sie sagen, wenn die Ehe doch so perfekt war? Ich habe mich einfach einsam gefühlt. Er hat die ganze Zeit nur gearbeitet, hat überhaupt keine Zeit mehr für mich gehabt, hat sich nicht mehr für mich interessiert. Da bin ich einfach alleine losgezogen und irgendwann ist es dann einfach mal passiert. Hm. Aber als Sie dann schwanger waren, hätten Sie doch denken können, dass der Vater möglicherweise nicht er ist, sondern der, mit dem es passiert ist. Ich war mir absolut sicher, dass Kai der Vater ist. Das war mir völlig klar. Zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht bekannt, dass er zeugungsunfähig ist, ne? Ja. Ja, also, warum soll sie sich dann Gedanken machen? Aber mal jetzt eine andere Sache. Sind Sie sich denn absolut sicher, dass nur Ihr Ehemann der Täter sein kann? Sie haben ihn ja nicht gesehen. Sie müssen das ja von irgendwoher sich denken, einen Grund haben, warum Sie Ihren Ehemann beschuldigen. Jemand anders kommt gar nicht in Frage. Nein, ich habe ihn außerdem am Geruch erkannt. Er stand ja direkt hinter mir. Sie haben also sonst keine Feinde oder Personen, die Ihnen was Schlechtes wünschen oder wollen?
Nein. Und wenn ich nicht von seiner Schuld absolut überzeugt werde, dann würde ich ihn auch nicht belasten. Noch Fragen, ich habe keine Fragen mehr, danke. Aber anscheinend der Bro schreibt. Also, ich habe gerade eine Info von meinem Mandanten bekommen und würde ihn gerne unter vier Augen noch mal sprechen, bevor wir fortfahren, und würde gerne eine Unterbrechung beantragen. Haben Sie denn noch Fragen an die Nein, an Sie habe ich Geschädigte keine mehr. Dann bleibt sie auch 61 Ziffer 2 unvereilt. Nehmen Sie dort hinten Platz. Und wir gehen kurz raus. Ja. Unterbrechen wir für kurz die Hauptverhandlung. Danke. Tür bitte zu. Seit wir uns zum ersten Mal zusammengesetzt haben, ja, da schweigen Sie. Bei der Polizei haben Sie geschwiegen. Und jetzt kommen Sie mir während der Hauptverhandlung aus heiterem Himmel mit so einem Detail, einem so wichtigen Detail. Wenn Sie das mir vorher erzählt hätten, dann hätten wir hier möglicherweise gar nicht sitzen müssen. Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt schon die Wahrheit sagen soll. Sie müssen mir alles sagen. Sie sehen doch, zu was Sie fähig sind. Sie sehen es doch an Romy. Ja, aber ich kann Ihnen nur einen Rat geben, wenn Sie mir alles erzählen. Und natürlich muss das Gericht wissen, was mit Ihrem Laden los ist. Ja? Wenn wir das jetzt nicht mehr vorbringen und nicht vorgebracht hätten, dann haben wir wahrscheinlich keine Chance mehr. Und vielleicht wirft das ein neues Licht auf den Fall. Was soll ich denn machen? Die kommen doch wieder. Und beim nächsten Mal, da wird es Romy nicht überleben. Ja, aber was haben Sie für eine Alternative? Wenn Sie nicht die Wahrheit sagen, dann wandern Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Knast. Ja? Und dann werden Sie Ihre Frau nicht mehr wiedersehen. Und Ihre Frau wird Sie für den Täter halten. Und das wollen Sie doch wahrscheinlich nicht, oder wohl? Nein, Sie haben ja recht. Gibt es denn sonst noch irgendwas? Oder war das jetzt alles mit dem Laden? Das ist alles. Wir können jetzt weitermachen. Okay, dann gehen wir rein. Okay. Und jetzt bitte keine Überraschung mehr, ja? Gehen Sie vor. Gut, fürs Protokoll. Hauptverhandlung wird nach Unterbrechung fortgesetzt. So. So, nachdem er zu Beginn geschwiegen hat, möchte er jetzt, wenn man dann doch noch was sagen zu der Sache. Bitte erzählen. Ich glaube, ich weiß, wer hinter dem Mordanschlag von meiner Frau steckt. Oh, da bin ich jetzt aber mächtig gespannt. Und Herr Baumann, ja, tun Sie mir eine Liebe und erzählen jetzt bitte nicht die Geschichte vom großen Unbekannten. Die hat nämlich so einen Bart. Also, Frau Kollegin, wenn schon, Sie dann was Richtiges. Ein bisschen sorgfältiger im Umfeld, im persönlichen Umfeld des Mandanten recherchiert hätten, dann hätten Sie vielleicht auch auf Personen stoßen können, die auch in Frage kommen. Ja, wenn er mal Denn vorher, da gibt's noch andere wenn Interessenlagen. Er mal vorher was gesagt hätte. Nee, ganz genau, so ist es nämlich. Gut, schön. Ich habe letzten Sommer einen Kredit aufgenommen, über 30.000 Euro. Mhm. Ja, der Punkt ist halt, dass mein Laden sehr schlecht lief. Also ich habe mich total verspekuliert, ich hatte nur rote Zahlen und ich kam da nicht mehr raus und ich habe doch irgendwas tun müssen, damit ich wieder konkurrenzfähig werde. Du hast immer gesagt, dass dein Laden super läuft. Die Eigentumswohnung, die habe ich ja irgendwie bezahlen müssen. Und das habe ich mit dem Kredit machen müssen. Aber das meiste, das habe ich halt in den Laden gesteckt. Und das hat nichts gebracht, es ging bergab. Ich habe mir nicht eingestehen können, dass die Lage so beschissen ist. Und ich wollte mich selber rausziehen. Ja, und dann habe ich diese Anzeige in der Zeitung gelesen. Expresskredit mit Sofortzusage, schufafrei. Ja, da habe ich doch gleich angerufen. Also so wie Sie das schildern, Herr Bornemann, haben Sie sich 30.000 Euro bei einem sogenannten Kredithai geliehen, ist das richtig? Ja, das war auch voll einfach. Der stand einen Tag später, stand er bei mir im Laden und hat mir einen Scheck übergeben. So. Es ist immer einfach, das Geld dort zu bekommen. Das Problem ist dann die Rückzahlung. Wie waren denn die Modalitäten? Ja, das ist monatlich 500 Euro. Und das mit 15% Zinsen. Was? Das ist ja Wucher. Wieso hast du nichts davon gesagt? Deine Mutter hätte dir bestimmt das Geld geliehen. Ach, meine Mutter. Für die wäre ich gleich wieder ein Versager gewesen. Ja, aber ich bin ja auch einer. Ich habe doch gewusst, dass ich diese Raten nicht zurückzahlen kann. Und dann hat mir dieser Kreditor immer seine Schläger in den Laden geschickt und hat meiner Familie gedroht. Zweimal. Ende November kam er in meinen Laden und hat meine Fahrräder demoliert. Und Ende Januar, da kam er wieder. Und hat mir ein Messer an die Kehle gehalten. Weil ich wieder nicht zahlen konnte. Und dann hat er wortwörtlich gesagt, wenn ich bis Ende Februar nicht zahlen kann, dann kann ich meine Frau und mein Kind demnächst auf dem Friedhof besuchen. Herr Bornemann, selbst wenn das stimmt, was Sie uns hier in den schönsten Farben schildern, da frage ich mich doch so als unbeteiligte Staatsanwältin, der gute Mann, warum erzählt er uns das erst jetzt?
Warum haben Sie das denn nicht der Polizei erzählt? Das hätte nämlich der Polizei ein bisschen die Möglichkeit gegeben, in diese Richtung zu ermitteln. Hallo, haben Sie mir eigentlich zugehört? Ich habe Ihnen sehr gut zugehört. Haben Sie mir zugehört? Der Typ hat mir ein Messer an die Kehle gesetzt. Ach so. Er hat ihm gedroht. Das habe ich schon verstanden. Ja, also. Wissen Sie denn den Namen von diesem Herrn? Ja. Dann müssen wir es halt jetzt ermitteln. Der Mann heißt Manuel Rudlowski. Das ist so ein großer, aggressiv wirkender Typ, so ein Schrank mit Tattoos überall auf den Armen. Ach, das ist ja schön. Den Herrn Rudlowski, den kenne ich. Das ist ein alter Bekannter von mir. Und wissen Sie was für ein Zufall? Der sitzt unten in der Vorführzelle. Ist das der junge Mann, der heute früh da schon randaliert hat? Genau, haben Sie auch davon gehört. In der Cafeteria haben die darüber gesprochen. Ach. Der hat nämlich gleich seine Verhandlung. Und die vertrete ich. Wie praktisch. Ja, dann würde ich vorschlagen, ich rufe einfach mal den Haftzellen an. Dann gucken wir mal, ob der Herr Rudlowski hier kurzfristig vorbeikommen kann. Ja, das wäre doch schön. Das macht er bestimmt sehr gerne. Können wir das der nämlich mag gleich mich. Überprüfen, was Ihr Mandant sagt? Wetzel, ja, schönen guten Tag. Ich sitze hier in der Hauptverhandlung in Saal 148 und ich habe gerade hier erzählt bekommen, dass ein Herr Manuel Rudlowski aus der JVA heute hier zum Termin verschoben werden soll. Ist der schon in den Haftzellen unten? Ja. Ja, wir würden ihn gerne als Zeuge hören. Ja. Bringen Sie ihn bitte Saal 148. Wie lange? Okay. Ja, danke schön. Also, wird noch einen Augenblick dauern, bis die Formalitäten erledigt sind. Dann würde ich sagen, wir machen mit der nächsten Zeugin weiter. Es sei denn, es sind noch Fragen an den Angeklagten zu seiner jetzigen Einlassung. Nein, überhaupt nicht. Nicht mehr. Gut, dann hören wir Ute Bornemann als nächste Zeugin. Ute Bornemann, bitte. Frau Bornemann, nehmen Sie bitte hier vorne Platz. Frau Bornemann. Als Zeugin vor Gericht müssen Sie wahrheitsgemäß aussagen. Es ist auch egal, ob Sie vereidigt werden oder uneidlich vernommen werden. Im Fall einer Falschaussage machen Sie sich auf jeden Fall strafbar. Ja. Sie heißen Ute Bornemann, sind 45 Jahre alt, sind verwitwet, leben in Münster. Und was machen Sie beruflich? Ich besitze einen Spielzeugladen. Aber ich habe eine Verkäuferin eingestellt, weil ich tagsüber meinen Enkel beaufsichtige. Sie sind die Mutter des Angeklagten, Kai Bornemann, deshalb müssen Sie hier nichts sagen. Sie haben ein Zeugnisverweigerungsrecht. Wenn Sie etwas sagen, dann wahrheitsgemäß, ja? Ja, ich möchte. Ihre Schwiegertochter Romy Bornemann hat vorhin erzählt, dass es am 22. März zu einem Streit zwischen ihr und ihrem Sohn gekommen sei. Und das sollen Sie auch mitbekommen haben. Stimmt das? Richtig. Ich habe mich an diesem Tag wieder mal um Timo gekümmert. Und als ich ihn um 18 Uhr zu meinem Sohn in den Laden bringen wollte, hörte ich, wie er lautstark Romy anbrüllte und schrie, warum hast du mir verschwiegen, dass Timo nicht mein Sohn ist? Und ich lasse mich von dir nicht länger mehr verarschen. Also ich muss sagen, ich habe meinen Sohn noch nie so wütend gesehen. Warum sind Sie dann wieder gegangen? Ja gut, ich hatte den Timo dabei und den habe ich dann zu mir nach Hause gebracht. Aber ich denke, es wäre besser gewesen, ich wäre da geblieben, dann würde Kai jetzt nicht unschuldig auf der Anklagebank sitzen. Ich weiß, dass du Kai in Schutz nehmen willst, aber er hat mich wirklich umbringen wollen. Du irrst dich, Romy, der liebt dich doch über alles. Also Frau Bornemann, Sie trauen Ihrem Sohn die Tat offenbar nicht zu. Das kann ich daraus schließen. Niemals. Gut, Kai wird schnell jähzornig, vor allem, wenn man ihm helfen will. Aber er hat ein gutes Herz, er liebt die Romy über alles und die Romy hat auch einen guten Einfluss auf ihn. Inwiefern? Also ich muss dazu sagen, in seiner Ehe hat er sich arg am Riemen gerissen und wollte sich ja selbstständig machen mit dem Fahrradladen, weil sein bester Freund Sven hat sich auch selbstständig gemacht, sehr erfolgreich. Mhm. Jetzt frage ich mich, wenn er dich selbstständig machen wollte, woher hat er denn das Startkapital für so eine Selbstständigkeit? Denn, ich meine, da braucht man ja schon ein bisschen Geld, richtig, ne? Das stimmt, also das habe ich ihm gegeben. Das haben Sie ihm gegeben. Ja, nur war es halt leider so, er war sehr, sehr fleißig, aber in Gelddingen war er eben nicht ganz so erfolgreich wie sein Freund Sven. Frau Bornemann, haben Sie an diesem Tatabend noch irgendwas beobachtet? Ja, ich habe kurz nach 18 Uhr gesehen, dass Svens Freundin Claudia Steinbrock, heißt Steinbrock sie, ne? Ja, dass sie von der Cocktailbar, die sie da verließ, in Richtung zum Fahrradladen ging. Mhm. Was mich natürlich wundert, ist, warum ausgerechnet sie gerade Romy gefunden hat. Denn normalerweise besucht sie den Kai gar nie. Und mehr Romy kann sie ja sowieso nicht leiden. Da ist sie ja eh neidisch. Wie kommen Sie darauf, dass sie neidisch ist? Romy? Na gut, sie waren zusammen im Sommer 99, also Sven und Claudia und Kai und Romy auf Mallorca, um Mountainbiking zu machen. Dabei war es für Romy kein Problem, den beiden Jungen hinterherzukommen. Aber die Claudia, die hatte sich da ein bisschen schwerer getan und war dann auch eifersüchtig auf Romy und hat sie beschimpft als Schleimerin. Sie hat sie ja auch dann noch verletzt. Moment mal jetzt, Frau Bornemann.
Daraus wollen Sie jetzt ein Mordmotiv herleiten? Woher wollen Sie das wissen? Na gut, Sven und Kai haben mir das erzählt. Aha. Sie ist aus Eifersucht, hat sie vom Fahrrad gestoßen. Ja. Daraufhin hat Romy, weil sie ja doch starke Verletzungen davontrug, hat Romy sie angezeigt und Claudia wurde vor Gericht verurteilt und musste eine Geldstrafe bezahlen. Und seither hasst sie Romy. Noch Fragen an die Zeugin? Keine. Keine mehr? Keine. Bleibt als Angehörige nach 61 Ziffer 2 unvereidigt. Sie können dort nicht Platz nehmen. Ah, der Herr Rotlowski kommt. Ah ja, schon deutlich zu hören. Lustig. Ja. Ah. So, ich nehme an, dass Sie der Manuel Rotlowski sind, ja? Genau der. Ach du Großer, ich hätte mir denken können, dass Sie dahinter hängen. Herr Rotlowski, ich freue mich auch, Sie zu sehen. Jetzt quatschen Sie keine Opern und hüpfen mal schnell hier bringen hin, Sie Herrn Rotlowski mal nach vorne. Ach, und Herr Rotlowski, dich, alten Loser, geht das also Herr hier. Herr Rotlowski. Versuch doch Mord. Dass das gleich klar ist. Herr Rotlowski, setzen Sie sich hin, halten Sie die Klappe und dass das gleich klar ist. Ich ziehe hier andere Seiten auf, wenn Sie meinen, den Zampa nur machen zu können. Ich kann gegen Sie Ordnungsgelder verhängen, das wissen Sie. Das ist überhaupt kein Problem. Ja. Na, in beliebiger Höhe. Haben wir uns verstanden? Ja. Gut, dann nehme ich das mal wohlwollend als Zustimmung zur Kenntnis. Die Fußfesseln lassen Sie bitte an, die Handschellen können Sie ihm abnehmen. Der Rotlowski ist uns ganz harmlos und nett, ne, Herr Rotlowski? Wir beiden kennen uns, verstehen uns, ne? Herr Rotlowski, das weiß ich doch. Sie kennen die Prozedur vor Gericht, wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen? Sie haben ja gerade gehört, ich sage immer geradeaus und direkt, was ich denke und was ich fühle. Ja, nur das ist nicht das Gleiche, ne? Die Wahrheit ist nicht immer das, was man gerade herausfühlt und denkt. Wie sind Ihre Personalien? Mein Name ist Manuel Rotlowski, 36, vom Beruf her Türsteher. Verheiratet nicht, Freundin nicht. Und wenn die Frau, liebe Frau Staatsanwaltin, mich immer wieder eingebuchtet hat, lebe ich so als Türsteher, ne? Und vorbestraft bin ich auch ein bisschen. Das ein bisschen? Interessiert mich relativ wenig, müssen wir hier nicht erörtern. Sind Sie mit dem Herrn, der dort sitzt, Kai Bornemann, verwandt oder verschwägert? Mit dem Penner? Nee, danke. Herr Rotlowski, reißen Sie sich zusammen? Sonst lernen Sie mich von der anderen Seite kennen. Ja, ich lasse die Späße mit mir nicht machen. Ist ja gut. Ich weise Sie vorsorglich mal darauf hin, dass Sie sich selbst vor Gericht als Zeuge nicht belasten müssen. Weil ich den Spruch schon höre. Sie sind bekannt. Kaputt. Seit meinem 14. Lebensjahr fahre ich hin und wieder mal ein. So viele Leute wollten mich schon belasten. Die glauben da wohl nicht alles ernst, dass ich mich selber belaste, Herr Richter. Gut, dann kann ich Sie ja ganz frei herausfragen. Ist es zutreffend, dass Sie den Herrn Bornemann bedroht haben, weil er bei einem Kreditteil, für den Sie angeblich arbeiten sollten, Schulden nicht bezahlt hat? Herr Richter, ich bin Ehrenmann. Ich wurde schon im Kindergarten und in Erziehungsheim wurde mir schon beigebracht, wer sich Geld leiht, der hat das Geld auch zurückzubezahlen. Mensch, Herr Rotlowski, jetzt hören Sie auf mit dem Mist hier. Warum? Einfache Frage, einfache Antwort. Haben Sie den Mann bedroht, ja oder nein? Also kommen Sie. Sie kennen das Spielchen, ich kenn's. Frau Staatsanwaltin, wir sehen es ja gleich in meinem Verfahren wegen schwerer Körperverletzung. Deswegen machen Sie ein bisschen flott. Sie glauben da wohl nicht allen Ernst, dass ich mich jetzt in meiner eigenen Sache belaste. Da halte ich mal lieber jetzt ganz schön die Fresse. Herr Rotlowski, ganz einfache Frage. Wo waren Sie denn am 22. März diesen Jahres gegen 18 Uhr? Der 22. Da wurde mal ein Kollege Wolle, den kennen Sie ja, den auch. Den kenne ich auch, der ist genau das wurde 30. Ja, da haben wir ein bisschen abgefeiert, ne? Ja, von morgens, mittags, abends. Ja, und irgendwann waren wir am Hauptbahnhof. Ja, da hat mich die lieben Bullen, beziehungsweise Polizeibeamten, mal wieder abgeholt. Mich ins Gewahrsam gestellt, weil ich angeblich bei Autotüren eingetreten haben soll. Tja, und da war ich bis zum nächsten Morgen. Aber das können Sie ja nachprüfen, ne? Das kann ich und das mache ich auch. Welches Revier? Bahnhof? Viertes? Nee, das war der Promenade. Gut, das ist aber das Vierte. Dann rufen wir doch da mal an. Frau Staatsanwältin, in der Regel bin ich doch ein ganz lieber, netter Kerl, ne? Herr Rotlowski, können Sie mal die Klappe halten, solange ich telefoniere? Können Sie bitte mal die Klappe halten, solange ich telefoniere? Ja, Wetzel, schönen guten Tag, Vorsitzender Richter im Landgericht. Ich habe hier einen Zeugen sitzen, Manuel Rotlowski, der behauptet, am 22. März nachmittags von Ihnen in Gewahrsam genommen worden zu sein, sei dann in der Ausnüchterungszelle gewesen, dort habe er die Nacht verbracht. Können Sie das bitte mal im Gewahrsamsbuch nachprüfen? Ja, ich warte. Ja, danke schön. Ja, danke, wiederhören. Ist zutreffend. Ich kann es kaum glauben. Entsprechend seinen Angaben dort in der Tat über Nacht eingesessen. Kann man nicht vergessen, ne? Daran wird es liegen. Sind noch Fragen an den Zeugen? Nein, keine. Bleibt im allseitigen Einverständnis nach 61 Ziffer 5 wieder unvereidigt. Sehen Sie nur Notwendigkeit, den Zeugen hier zu belassen im Sitzungssaal? Nein, nur Sie ruhen sich mal ein bisschen gut, dann aus können Sie ihn wieder abschütteln. Ja. Ja, ja. Sie rufen bitte als nächste Zeugin Frau Steinbrock herein.
Sie sind ein Unschuldslamm und ich bin Marilyn Monroe. Ja, ich bin doch kein Mörder, aber wieder Penner Bohnemann da. Auf Wiedersehen. Ja, bis gleich. Ja. So, Frau Steinbock. Ups. Keine Angst, Sie können hier vorne Platz nehmen. Frau Steinbock, Sie wissen, warum Sie hier sind? Sie sollen als Zeugin aussagen. Als Zeugin müssen Sie die Wahrheit sagen. Im Fall einer Falschaussage, egal ob Sie hier vereidigt werden oder nicht, machen Sie sich strafbar. Okay. Claudia Steinbock, 28 Jahre alt, ledig, wohnhaft in Münster, von Beruf? Ich arbeite als Barkeeperin in der Cocktailbar meines Freundes Sven Ewald. Sind Sie mit Kai Bornemann verwandt oder verschwägert? Nein. Sie haben die Frau des Angeklagten Romy Bornemann am 22. März aufgefunden, schwer verletzt, gegen 18.30 Uhr, wie ich den Unterlagen entnehmen kann, den Notarzt dann verständigt. Warum waren Sie eigentlich zu diesem Zeitpunkt im Fahrradladen des Angeklagten? Ich hatte aufgeräumt in Svens Bar. Und als ich gegen 18.30 Uhr dann an Kais Laden vorbeikam, fiel mir ein, dass ich schon vor längerer Zeit neue Bremsen für mein Mountainbike bestellt hatte. Die wollte ich endlich abholen. Ich habe dann nachgesehen, ob er im Hinterhof in der Fahrradwerkstatt ist, war er aber nicht. Und die Hintertür zum Laden stand offen und da lag Romy dann, ohnmächtig und völlig verdreht auf dem Rücken. Ich habe natürlich sofort den Notruf gewählt. Mhm. Die Mutter des Angeklagten, die Zeugin Ute Bornemann, hat sie aber bereits nach ihrer Aussage gegen 18 Uhr und nicht erst gegen 18.30 Uhr in der Nähe des Fahrradladens gesehen. Ja, es kann sein. Ich war vorher noch einkaufen, bevor ich in der Bar aufgeräumt hatte. Dann bin ich los und hatte die Tasche in der Bar vergessen. Die habe ich dann geholt und bin noch mal los. Sie wollen uns doch nicht allen Ernstes erzählen, dass Sie fast eine halbe Stunde gebraucht haben, um die Einkaufstasche zu holen, obwohl die Bar und der Laden in der gleichen Straße relativ nah beieinander liegen. Wenn Sie es genau wissen wollen, musste ich auch noch mal aufs Klo. Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich habe Romy bestimmt nicht umgebracht. Warum auch? Also, wer sich verteidigt, klagt sich an, sagt man ja. Das hat bisher noch niemand behauptet, aber ich belehre Sie mal vorsorglich, dass Sie als Zeugin sich selbst nicht belasten müssen. Ich weiß wohl, warum du das gemacht hast. Du konntest die Romy nur nicht leiden. Du warst neidisch auf sie und eifersüchtig. Du hast ihr ja eh mal was angetan. Aber das ist doch schon 5 Jahre her. Ich habe heute wirklich Besseres zu tun, als mir über Romy Gedanken zu machen. Ha, ha, ha. Da kenne ich aber das Gegenteil davon. Du hast doch dauernd bei Sven darüber gestöhnt. Du hättest auch mal gern ein Kind wie Romy. Ja, ich geb's zu. Ich kann Romy nicht leiden. Sie ist doch überall Everybody's Darling. Mensch. Und immer ihr, ach, so schön bin ich doch gar nicht. Findest du wirklich nicht, dass ich nach Timos Geburt zugenommen habe? Total nervig. Also was steckt denn jetzt wirklich dahinter, dass sie nicht leiden können? Es gibt einfach Menschen, die einem nicht liegen. Und dass Romy eine hinterlistige Schlange ist, erkennt man doch schon daran, dass sie dem armen Kai einfach das Kind eines anderen untergejubelt hat. Moment mal, Frau Steinbock, sagt, wann wussten Sie denn davon? Sven hat es mir erzählt, nachdem das mit Romy passiert ist. Mhm. Sven. Ja, der Sven Ewald. Mhm. Fragen noch? Mhm. Keine mehr, von Ihrer Seite auch nicht. Dann bleibt sie nach 61 Ziffer 5 im allseitigen Einverständnis unvereidigt. Frau Steinbock, Sie können dann auch dort hinten Platz nehmen. Dann haben wir den Sven Ewald als nächsten Zeugen, bitte. Herr Ewald, bitte. Bitte kommen Sie auch nach vorne, Herr Ewald. Nehmen Sie bitte Platz. Die Kammer hat Sie als Zeugin geladen. Sie sollen uns bei der Wahrheitsfindung helfen. Deshalb müssen Sie hier wahrheitsgemäß aussagen. Andernfalls würden Sie sich strafbar machen. Ich weiß. Sven ist Ihr Vorname, 23 Jahre. Sind Sie alt, ledig, wohnhaft in Münster? Sind Inhaber einer Cocktailbar und mit dem Angeklagten nicht verwandt und nicht verschwägert? Nein, weder noch. Also Kai und ich sind halt beste Freunde und das war halt seit der Kindheit schon so und wir sind zusammen groß geworden und Ute, also seine Mutter und meine Mutter sind halt beste Freundinnen. Mhm. Ewald, wir wissen, dass der Angeklagte Sie am 22. März gegen 17 Uhr in Ihrer Wohnung besucht hat. Was wollte er von Ihnen? Ja, Kai kam zu mir, er war total außer sich, er war nur am Heulen und ich dachte mir, was ist mit ihm denn jetzt los? Also, ja, und dann hat er mir erzählt, dass er direkt vom Urologen kam und halt von seiner Zeugungsunfähigkeit erfahren hat. Und ja, und er war halt total fertig und wie Romy ihn das antun konnte mit dieser Lüge. Und ich sag so, das ist doch nicht so schlimm. Und er hat schließlich Timo großgezogen und nicht dieser Erzeuger. Ja, und das konnte er überhaupt nicht verstehen und ist dann einfach aus der Bude gerannt. Sie haben daraufhin seine Ehefrau Romy angerufen und sie über diese Dinge in Kenntnis gesetzt. Ja, ganz genau. Weil ich habe mir so solche Sorgen gemacht und ich mache mir jetzt auch richtig Vorwürfe, dass ich Romy halt angerufen habe, weil ich dachte mir, Romy, die muss einfach mit Kai sprechen und sie sollte zu Kai gehen in den Laden und ihn einfach mit ihm darüber sprechen, aber ich wusste es ganz genau, ich hätte es nicht machen dürfen und sieht man ja, was da rausgekommen ist. Mensch, Sven, wenn mich einer kennt, dann du.
Du kannst doch nicht glauben, dass ich der Mörder sein kann. Herr Ewald, der Angeklagte war nach Ihrer Schilderung sehr außer sich. Hat er konkrete Drohungen in Richtung seiner Ehefrau ausgesprochen, insbesondere Drohungen, sie umzubringen? Nein. Das hat Kai nicht gemacht. Aber Kai ist halt so ein Mensch, wenn ihm was Schlimmes passiert, dann ist er dermaßen aggressiv und er weiß gar nicht, was los ist. Aber umbringen, nein, das wird er niemals machen. Wenn Sie beide sich seit Kindertagen kennen, dann können Sie ja sicherlich auch die Ehe zwischen Kai und Romy Bornemann beurteilen. Wie war die? Ja, also bei Kai und Romy, da war eigentlich an und für sich alles in Ordnung. Die waren sowieso immer schon das Traumpaar. Und als Timo noch da hinzukam, da passte es immer noch mehr. Aber dann, Kai, der war nur noch in seinem Laden. Der hat Romy total vernachlässigt. Ich hab nicht so eine Goldgrube wie deine Bar. Ich hab richtig arbeiten müssen, damit ich ein bisschen konkurrenzfähig werd. Sagen Sie mal, Sie sind das Ihr bester Freund, der Angeklagte. Okay. Ihre Freundschaft hat ja eigentlich darunter gelitten, dass Ihre Bar besser lief als die Geschäfte des Angeklagten. Gab es da irgendwelche Eifersüchteleien oder hat er Ihnen das übel genommen? Ja, so ein bisschen schon. Kai, er wäre besser aufgehoben, wenn er irgendwo im Büro gearbeitet hätte. Aber nicht, er war nicht für die Selbstständigkeit geboren. Was soll denn das heißen? Ich habe mit meinem Laden einfach Pech gehabt. Das hätte ja auch passieren können. Aber bei dir ist doch alles in bester Ordnung. Du hast noch eine heile Welt. Mensch, warum? Claudia hat ja auch kein Kind untergejubelt. Warum ist denn bei mir heile Welt? Das weiß ich ganz genau. Ich verhüte auch. Immer geht es nur um dich. Auf mich nimmst du doch nie Rücksicht. Na, Ihre Beziehung scheint ja auch nicht gerade so golden zu sein. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, was sie will. Also uns geht's gut und wir haben keine Schulden und wir haben eine Eigentumswohnung und... Ich möchte Kinder haben. Sag mal, kannst du jetzt auch mal vor Gericht damit aufhören, mit deinem Kindergelabere? Sag mal, du spinnst doch wohl. Das ist schon krankhaft. Du wagst es, mich hier vor allen Leuten runterzumachen? Du bist das Allerletzte. Du bist doch schuld an allem. An allem schuld? Was heißt das? Wieso ist er an allem schuld? Weil er Timos Vater ist. Sven wusste das und hat Kai nichts gesagt. Aha, wie kommen Sie denn darauf, dass Ihr Freund der Vater ist? Ich habe am Tattag ein Telefonat zwischen Sven und Romy angehört. Und worum ging es in diesem Telefonat? Ich kam gerade vom Einkaufen. Sven hat nicht gesehen, dass ich in die Wohnung kam. Er hatte gerade telefoniert. Er hat wortwörtlich gesagt, du darfst Kai auf gar keinen Fall sagen, dass ich der Vater bin, sonst rastet er komplett aus. Romy, du musst um eure Ehe kämpfen. Ich kann es nicht fassen. Ich kann... Kai. Du? Sag, dass das nicht wahr ist. Du bist Timos Vater. Kai, es tut mir leid. Was bist du eigentlich für ein... Warum? Was bist du eigentlich für ein Schwein? Verdammt nochmal, du Arschloch! Herr Bornemann, setzen Sie sich sofort hin. Du bist es, Stumpe! Ich glaube, es geht los. Setzen Sie sich sofort wieder hin. Also das kann ich auf den Tod nicht leiden. Das kann ich auch nicht ungeahndet lassen gegen den Angeklagten. Nee, aber mit nach Beratung am Tisch ein Ordnungsgeld. Ich kann Verständnis, aber nicht das geringste Verständnis dafür. Wird ein Ordnungsgeld von 200 Euro ersatzweise 4 Tage Ordnungshaft verhängt. Herr Ewald, warum haben Sie Ihrem Freund nicht gesagt, dass Sie der Vater sind? Ja, es war halt so, ich wusste es bis zuletzt auch nicht und ich wollte es auch vielleicht nicht glauben. Ich habe es auch immer verdrängt und es war halt auch so, dass Romy und Kai auch zu dem Zeitpunkt auch immer Sex hatten und Romy hat mir halt gesagt, es kann nur Kai sein und ich habe es dann auch geglaubt. Aber dass Sie eine Affäre miteinander hatten oder dass Sie hatten, ne? Was war es dann? Nein, wir hatten keine Affäre. Sondern? Das war ein einmaliger Ausrutscher. Das war halt eines Abends, da war Romy, ging es halt wieder so schlecht und sie hat mich halt angerufen und sie war nur am Heulen, und ich sag, Romy, komm jetzt erstmal in die Bar und ja, dann kam sie zu mir und wir haben halt die ganze Zeit nur geredet und ja, natürlich auch was getrunken und dann ist halt passiert. Die wichtigsten Menschen in meinem Leben haben mich jahrelang belogen. Sven hat recht, das war ein einmaliger Ausrutscher, das war ein One-Night-Stand. Kai, bitte glaub mir doch. Das war wirklich nur ein einziges Mal. Herr Ewald, als die Frau Bornemann schwanger wurde, da hätten Sie doch eigentlich so aus den Umständen und dem zeitlichen Ablauf schließen müssen, dass möglicherweise Sie der Vater sind. Oder haben Sie in dieser einen Nacht verhütet? Gehe ich doch mal nicht von aus, oder? Nein, aber ich verhüte immer. Aber ja, das ist sehr, sehr schön, aber es geht jetzt um diese Nacht. Ja, aber Romy und ich waren betrunken und es ist einfach uns übergekommen. Wir haben das total vergessen und ja, und dann ist es halt passiert und ja, und Romy sagte, bei denen klappt alles zwischendurch und
Da musste ich mir keine Sorgen machen. Und da war für mich die Sache gegessen. Und die Frau Bornemann hat es also beruhigt. Ganz genau. Frau Bornemann, warum haben Sie denn nicht wenigstens Ihrem Mann gesagt, dass der Herr Ewald zumindest als Vater in Betracht kommt? Kai war so überglücklich, dass es endlich geklappt hat, dass wir endlich ein Kind zusammen hatten. Und das habe ich einfach nicht über mich gebracht. Das ging nicht. Aber spätestens an dem Tag, als der Ewald Sie angerufen hat, Ihnen erzählt hat, dass Ihr Mann bei ihm war, von diesem Test beim Urologen erzählt, dass er zeugungsunfähig ist, da musste Ihnen doch klar sein, wer wirklich der Vater vom Timo ist. Spätestens dann hätten Sie doch mal reinen Tisch machen können. Ich hätte einfach, wenn ich was gesagt hätte, dann hätte er mich wirklich umgebracht und Sven noch dazu. Mensch, Romy, jetzt sag doch endlich, dass ich unschuldig bin. Was willst du mir noch antun? Herr Bornemann, ich verstehe Ihre Wut. Ich verstehe auch, dass Sie verzweifelt sind. Genauso wütend und verzweifelt waren Sie auch am Tattag. Ihre Frau, Herr Bornemann, Ihre Frau hat Sie erkannt. Und zwar an Ihrem Geruch. Sie hat Sie nicht gesehen. Aber sie ist sich sicher, dass Sie es waren. Herr Bornemann, wollen Sie hier nicht ein Geständnis ablegen? Nein, nein, ich will kein Geständnis ablegen. Und eins ist auch jetzt klar. Romy ist ab jetzt nicht mehr meine Frau. Und ich meine, es ist auch noch ein bisschen früh, jetzt hier Schluss zu folgern. Denn im Gegensatz zu meinem Mandanten wusste Frau Steinbrock, dass Herr Ewald der Vater von Timo ist. Und sie wurde auch von Frau Bornemann gesehen, in der Nähe der Tat, in der Nähe des Tatortes zur Tatzeit, richtig? Ja, richtig. Und deshalb beantrage ich Sie noch mal als Zeugin zu hören. Was? Ich habe doch gar nichts getan. Das hätten wir ja auch vorhin machen können. Also. Ja, aber vorhin waren die Sachlage nicht so, wie sie jetzt sind noch Fragen an den Herrn Ewald? Nein. Gut, dann bleibt er nach 61 Ziffer 5 im allseitigen Einverständnis unvereidigt. Nehmen Sie bitte dort hinten Platz. Sie kommen noch mal nach vorne. Der Verteidiger möchte noch ergänzende Fragen an Sie stellen. Ich weise Sie darauf hin, dass Sie nach wie vor unter der Wahrheitspflicht stehen. Vorsorglich, dass Sie sich als Zeuge nicht selbst belasten. Was soll das? Ich habe Romy doch gerettet. Also vielleicht sind Sie ja nach der Tat dann in Panik verfallen und haben deshalb den Notruf verständigt. Nein! Also Sie waren ja schon mal neidisch auf Frau Bornemann, richtig? Ja, aber das war doch etwas ganz anderes. Ich bin doch am Tattag nur zu Kai, um ihm zu erzählen, dass Sven der Vater ist. Ich konnte doch nicht ahnen, dass Romy im Laden ist. Aber Sie haben gehört, wie Ihr Freund mit Frau Bornemann telefoniert hat. Und Sie haben auch den Inhalt des Gesprächs mitbekommen. Ja, aber ich habe doch nicht gedacht, dass Romy wirklich in den Laden geht. Mir ging es doch nur um ein Gespräch mit Kai. Ich wollte doch nur, dass er über alles Bescheid weiß. Ja, aber er wusste eben nicht, wer der Vater ist in Wirklichkeit. Das wollten Sie ihm sagen? Ja. Das ist doch alles Quatsch, was du dir erzählst. Aber mir wird jetzt einiges klar. Du wolltest Romy umbringen, weil du dir schon immer Kinder gewünscht hast. Aber dann erfährst du plötzlich, dass dein Geliebter Sven ein Kind mit einer anderen hat. Ich habe nur gewusst, dass sie mit irgendeinem gepennt hat. Und wusste nur, dass sie noch mit ihm Kontakt hat. Trotzdem hast du versucht, Bornemann, warum haben Sie gewusst, dass Ihre Frau Kontakt zum Kindesvater hat? Sie haben uns doch vorhin erzählt, sie hätte Ihnen diese Geschichte als One-Night-Stand verkauft, oder nicht? Ja, schon. Das habe ich aber nie geglaubt. Jetzt wird mir einiges klar. Du musst unser Telefongespräch angehört haben. Was ist denn das jetzt wieder für ein Telefongespräch, Frau Bornemann? Von dem haben wir, glaube ich, bisher noch gar nichts gehört. Ja, ich wollte nichts davon sagen. Ich wollte Sven nicht als Vater outen. Und außerdem habe ich ihm versprochen, dass ich darüber nichts sagen werde. Aber ich habe ihn noch mal auf Handy angerufen. Und weil ich war einfach so fertig, was passiert ist, dass Kai mich geschlagen hat. Ich musste das einfach loswerden. Es war so schrecklich. Dann also das ich einfach war, nachdem noch mal mit er Sie geschlagen hat. Und was das haben Sie war zu vor dem Mordanschlag. Was haben Sie zu meinem Ewald dann gesagt? Ich habe ihm alles geschildert, wie es war, dass Kai mich geschlagen hatte. Und dann habe ich gesagt, dass Kai schließlich kein Recht auf das Kind hat. Dass das zum Schluss der letzte Satz war dann ungefähr, denn Timo ist schließlich nicht sein Sohn, sondern dein Sohn. Und das muss er irgendwie gehört haben und hat es dann nur nicht gewusst, dass ich mit Sven telefoniert habe. Herr Bornemann, jetzt macht das Ganze auch einen Sinn. Sie haben Ihre Frau, es gab einen Streit zwischen Ihnen und Ihrer Frau. Sie haben sie geschlagen, haben den Laden verlassen, kommen wieder, weshalb auch immer, und hören, wie Ihre Frau mit jemandem spricht. Auf dem Handy. Und hören nur, das ist nicht das Kind meines Mannes, sondern dein Kind. Sie wissen aber nicht, dass Ihre Frau mit dem Herrn Ewald spricht, mit Ihrem besten Freund. Sie denken sich nur, meine Frau hat ein Kind mit einem anderen, das sie mir untergejubelt hat. Und zu diesem Mann hat sie noch Kontakt nach all der Zeit. Und dann rasten sie aus, nehmen eine Fahrradkette und wollen ihre Frau umbringen. Absoluter Blödsinn. Claudia wollte Romy umbringen. Ganz klar? Mann. Ganz klar? Nein. 6 Jahre Sie wollten mit diesem sie durchdrehenden Stück verheiratet. So sehr ich mir wünschen würde, dass du unschuldig bist, aber du bist der Täter. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Claudias penetrantes Parfüm hätte ich bestimmt erkannt. Und es hat nach deinem Aftershave gerochen. Und das erkenne ich. Immerhin waren wir 6 Jahre verheiratet. Und außerdem habe ich, als ich die Kette ein bisschen lockern wollte,
habe ich die Hände berührt. Und das waren Männerhände, die waren behaart. Claudia wird wohl nicht behaarte Finger haben, oder? Ja. Mensch, Herr Bornemann. Tut mir leid. Darf ich das als Geständnis werden, Herr Bornemann? Ja, ja. Sind noch Fragen an Frau Steinbrock? Bleibt erneut im allseitigen Einverständnis nach 61 Ziffer 5 unvereidigt. Sie können dort hinten Platz nehmen. Wenn keine Anträge mehr gestellt werden, schließe ich die Beweisaufnahme. Darf ich um Ihr Plädoyer bitten? Ja, Hohes Gericht, meine Damen und Herren, die Beweisaufnahme. Herr Bornemann hat Ihre Schuld ergeben. Sie sitzen hier zu Recht. Sie sind einfach ausgeflippt, als Sie erfahren haben, dass Ihre Frau eine Affäre hatte und dass Ihr Sohn nicht Ihr Sohn ist. Und deswegen haben Sie versucht, Ihre Frau umzubringen. Das war's an diesem Tag. Mit dem Herrn Rudlowski, ich glaube, die Sache hat sich erledigt. Für Sie spricht, tja, Reue weiß ich nicht, aber ich werte das mal großzügig als Geständnis aus, sodass ich hier beantrage, den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von 8 Jahren zu verurteilen. Nein! Vielen Dank. Doch. Vielen Dank, Frau Staatsanwältin. Herr Rechtsanwalt Buschheit. Hohes Gericht, Frau Kollegin, meine Damen und Herren, also ich bin selbst überrascht von den Wendungen dieses Verfahrens. Mein Mandant hatte mich leider nicht entsprechend informieren können, vorher oder wollen. Ich bitte trotzdem zu berücksichtigen, dass es für mich, im Gegensatz zu Ihnen, Frau Bornemann, immer noch eine Höchststrafe ist für einen Mann, wenn er entdeckt, dass ein Nebenbuhler ein von ihm geglaubtes Kind dann tatsächlich gezeugt hat. Und wenn der Nebenbuhler auch noch der beste Freund ist seit der Kindheit, dann ist es mit Sicherheit besonders hart. Das rechtfertigt nicht die Tat, die er gar gestanden hat. Aber es ist zu berücksichtigen, genau wie die Reue, die er hier offensichtlich an den Tag legt. Und ich bitte Sie, Frau Staatsanwältin, dass Sie Ihren Busenfreund, Herrn Rudlowski, bitte nicht mit ihm zusammen in einem Trakt unterbringen. Dankeschön. Herr Bornemann, Sie haben das letzte Wort. Möchten Sie noch was sagen? Ach nee, ist doch eh alles umsonst hier. Dann beraten wir uns, setzen anschließend zur Verkündung eines Urteils fort. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte ist schuldig einer Körperverletzung und eines versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Er wird deswegen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 6 Jahren und 7 Monaten verurteilt. Die sichergestellte Tatwaffe wird eingezogen. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens und seine notwendigen Auslagen zu tragen. Bitte nehmen Sie Platz. Ja, Bornemann, es war ja eine langwierige Prozedur, aber zum Schluss, das war ziemlich eindeutig für die Kammer, haben Sie ja hier ein Geständnis abgegeben. Und ich denke auch, dass die einzelnen Puzzlesteine der Beweisaufnahme hier ein sehr deutliches Bild, das der Anklage dann doch entsprach, hier zusammengefügt haben. Das Motiv ist relativ klar geworden. Sie hatten durch diesen Test erfahren, dass Sie zeugungsunfähig sind. Ihnen war klar, wer der Vater Ihres Kindes, sodass Sie es nicht sein konnten zunächst mal. Und dann durch das Telefonat, das Sie da mitbekommen haben, vielleicht auch noch ganz konkret eine Ahnung hatten, wer es war. Und Sie haben aber nicht Ihren Hass darüber auf den anderen Kindesvater projiziert, sondern auf Ihre Ehefrau. Und als die in den Fahrradladen kam, haben Sie sie zunächst massiv körperlich attackiert. Das ist eine einfache Körperverletzung. Sie haben sie in dieses Regal gestoßen, das dann zusammengebrochen ist. Das ist Ihnen auch zurechenbar. Wir haben die Verletzungen gesehen, die waren schon sehr deutlich. Deshalb halten wir für dieses Körperverletzungsdelikt eine Einsatzfreiheitsstrafe von 3 Monaten für Tat und Schuld angemessen. Was natürlich nicht ins Gewicht fällt im Vergleich zu dem, was Ihnen noch vorzuwerfen ist, nämlich den versuchten Totschlag und die gefährliche Körperverletzung. Dass es beim Versuch geblieben ist, rechtfertigt hier die Strafe zu reduzieren, aber es war keine Affekttat. Sie sind weggegangen und Sie sind wiedergekommen. Mit der Fahrradkette haben Sie Ihre Frau um den Hals gelegt und haben zugedrückt. So massiv zugedrückt, dass, wie wir aus dem ärztlichen Gutachten wissen, nur durch eine sofortige Wiederbelebung das Leben Ihrer Frau gerettet werden konnte. Also es war sehr nah an der Vollendung dieses Tötungsdeliktes. Und deshalb muss hier auch eine deutliche Strafe verhängt werden. 6,5 Jahre dafür macht zusammen 6 Jahre und 7 Monate, die natürlich nicht zur Bewährung ausgesetzt werden können. Gegen diese Entscheidung können Sie Revision einlegen innerhalb von einer Woche. Herr Broscheid wird Sie gerne beraten. Der Haftbefehl bleibt aufrechterhalten. Haftvordauer wird angeordnet. Ich schließe die Sitzung, wenn keine Erklärung abgegeben werden.